Durchwachsenes Wochenende für die Roten Raben Vilsbiburg. In den beiden Heimspielen gegen Münster und VCO Berlin, hier Bilder aus dieser zweiten Partie, konnten sie nicht an die Leistungen der ersten drei Saisonspiele anknüpfen. Gegen Münster gab es am Freitagabend ein klares 0:3. Gegen das außer Konkurrenz spielende Nachwuchsteam des Olympiastützpunkts würgten sich die Raben zu einem 3:2. Zwischendurch sah es sogar nach einer kompletten Pleite aus. Zwar gewannen die Hauserinnen vor gut 800 Zuschauern den ersten Durchgang mit 25:22, doch schon da war zu sehen, dass Mona Elvasimi und Co. erneut nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Überdeutlich wurde dies in den Durchgängen 2 und 3. Die Nachwuchstalente, die ja das künftige Gerüst der Nationalmannschaft bilden sollen, witterten hier ihre Chance und gewannen die folgenden beiden Sätze. Erst mit dem Rücken zur Wand schlugen die Raben zurück und holten sich Abschnitt 4 erneut knapp mit 25:22. Auch im Tiebreak blieb es eine enge Kiste. Vilsbiburg, das neben den Ausfällen von Mattia Magdic und Imani Sims dieses Wochenende auch auf Kirsten Knipp verzichten musste, hatte arg zu kämpfen. Beim Stande von 11:11 war nach wie vor alles offen. Doch dann setzte sich die größere Routine der Hauserinnen durch. Mit 4 Punkten in Folge sicherten sie sich am Ende wenigstens 2 Zähler. In der Tabelle der Frauen-Bundesliga steht Vilsbiburg damit auf Platz 6. Weiter geht's im Pokal am Mittwoch bei Titelverteidiger Stuttgart. In der Liga reisen die Raben am Samstag zum Köpenicker SC nach Berlin.